Paul Wolfsberg. Als 13-Jähriger spielt er beim FC Horb. Mit 17 Jahren holte der FC Luzern den talentierten Fußballer in die Mannschaft. Ein Abstecher machte Paul beim FC Biel, wo er sein Studium als Architekt absolvierte. Nach seinem Studium kam Paul zurück nach Luzern und blieb dem Verein 11 Jahre lang treu. Sein absolutes Highlight war der Cup-Final 1960 in Bern, das sie mit 1:0 gegen Grenken gewannen und Cup-Sieger wurden. 8. Mai Bern, Schweizer Cup-Final im traditionsreichen Wankdorfstadion vor 30.000 Zuschauern. Luzern gegen Grenchen, ein Spiel mit zwei verschiedenen Halbzeiten. Erste 45 Minuten gehören mehrheitlich den Luzernern, aber Tore fallen keine. Die Grenchener dominieren die zweite Hälfte und nun fällt das einzige entscheidende Tor, aber gegen Grenchen. Hier die Entscheidung, 9 Minuten vor Schluss. Hahn zu Berli, der spielt sich an Mumenthaler vorbei. In die Mitte zu Blättler und ehe Karrer eingreifen kann, rollt der Ball am verdutzten Campoglioni vorbei ins Netz. 1:0 für Luzern. Der Köpfverteidiger greift weiter an. Das Glück hingegen will nichts mehr von ihm wissen. Hier die letzte große Ausgleichschance. Freistoß von Siedler getreten. Der Pechvogel René Rabou bringt den Ball nicht ins Tor. Torhüter Kunz küsst dankbar die Erde. Und dann ist's aus. Bei einem Spiel, bei dem beide hätten gewinnen können, hat die glücklichere Mannschaft gewonnen. Captain Wolfisberg darf aus der Hand von Oberstgau-Kommandant Frick den Sandow-Pokal entgegennehmen. Der FC Luzern erstmals im Finale und gleich Cupsieger.